Oberbayern ist bekanntlich die Heimat der Lederhosen. Doch wer stellt sie her? Einen vielversprechenderen Ort als die Gemeinde Leder gibt's wohl kaum, um sich auf die Suche nach der Handwerkskunst zu machen. In seinem Laden verkauft Josef Bär das bajuwarische Beinkleid nicht nur, er stellt es auch selbst her, komplett von Hand. Das Nonplusultra sind seine Hosen aus natürlich gegerbtem Hirschleder. Das sind alles sämisch gegerbte Hirschleder, teilweise europäische, teilweise Neuseeländer Hirschen. Also nur mit Fett gegerbt, ohne Chemie, ohne alles. Die Tragequalität ist natürlich 1A. Also kommt nichts vorbei am Hirsch. Schon seit 30 Jahren ist er Säckler, also Lederhosenmacher. So ein Stück fertigt er mit links. Ich habe ein Grundmuster und von dem Grundmuster gehe ich aus. Da wird dann quasi der Schnitt erstellt. Hosenform ausgeschnitten, also ab in die Werkstatt. Erst wenn Gustl alle Einzelteile fertig hat, näht er die Hose zusammen. Da gibt's noch einiges zu tun. Als erstes ist das Leistl genannte Zierelement dran. Dann brauchen wir einen Gegenbesatz für das Leistl. Das heißt, wir nehmen ein Futterleder. Mal schauen, dass das sauber ist, das Futterleder, damit wir nicht irgendwann dann am Schluss ein Loch drin haben oder ähnliches. Als Säckler muss man schnell und sauber nähen können. Aber das ist noch nicht alles. Danach kriegt die Naht noch ein paar mit dem Holzhammer drüber. Das Klopfen zieht es eigentlich mehr oder weniger zusammen. Dann habe ich nicht so eine große Wulst. Weil wenn ich das jetzt nicht klopfen würde, hätte ich so eine riesen Wulst dran. Ich würde das Leistl nicht sauber rüberbringen. Beim Kleben kommt es eigentlich bloß darauf an, dass du da verklebst, das, wo man nachher nicht mehr sieht. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel unten einen Kleber reinmachen würde und schneide es dann am Schluss weg, dann habe ich überall Kleberflecken. Lassen wir jetzt kurz antrocknen und dann können wir es auch schon vernähen. Gell? Nähen, 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 jeden Tag. Trotzdem, für Gustl ist das Lederhosenmachen der Traumjob. Das ist einfach die Erfüllung. Wenn du abends dann ein fertiges Teil vor dir liegen hast oder der Kunde dann kommt und die Hose anprobiert und das ist perfekt, dann ist es natürlich ist ein Highlight. Quasi so ein kleiner Lottogewinn, mehr oder weniger. Jetzt haben wir Vorder- und Hinterteil beieinander. Und jetzt müssen wir es einfassen. Beim Einfassen wird der Rand am Hosenbein ausgearbeitet. Da ist ganz wichtig, dass man es sauber reinzieht, damit die sauber aussieht. Nimmt Formel an. Ja. So, jetzt will der Kunde ja eine Außennaht. Das heißt, eine richtige Säcklernaht. Die Spezialnaht gibt's nur, um damit ein bisschen anzugeben. Mit ihr zeigt der stolze Hosenbesitzer, dass er sich eine handgemachte Hose vom Säckler geleistet hat. Früher war es ja so, eben, dass die Leute ewig lang auf so eine Hose gespart haben. Und dann hat man sich eine Säcklerhose machen lassen mit dieser spezifischen Säcklernaht, also diese ganz dicke Außennaht. Und somit hat jeder Bürger gesehen, das ist eine Säcklerhose. Und daher kommt diese Säcklernaht. So, dann wird mit der Spezialschere extrem scharf die Säcklernaht geschnitten. Wenn man die jetzt so hinlegt, ist sie ja schon verhältnismäßig dick. Und wenn sie jetzt geklopft wird, wird sie noch dicker. Fehlt noch eins, nämlich die Messertasche. Ob zum Speck aufschneiden oder zur Jagd, über die Ursprünge der Klinge zur Lederhosen ranken sich viele Mythen. Genauso verschieden sind auch die Taschenmotive. Gustl stickt sie, na klar, von Hand. Jeder hat so seinen Stickstil. Ich stick eigentlich eher in der Regel klein. Mir gefällt es halt kleiner besser. Also man sieht es ja jetzt an der Hosen, die Blätter und so weiter, die sind jetzt verhältnismäßig klein gestickt. Und wir Säckler erkennen auch die Hosen von einem anderen Säckler. Also das sind einfach so Synonyme, wo man sofort weiß, ah, die Hose ist für dem, die ist für dem. Das Monogramm kommt als Taschenmuster häufig vor. Einmal noch nähen und Gustl hat's geschafft.
So, jetzt kommt noch unser sauberes Brotzeitmesser in die Messertasche rein. Und dann ist fertig. Circa 30 Stunden braucht der Säckler für so eine handbestickte Hirschlederne. Stolze 1.500 Euro muss einem der Aufwand schon wert sein. Aber so eine Hose hält auch quasi ein Leben lang. Und der nächste Bierzeltbesuch kommt bestimmt.